Hey ihr Lieben, ich bin Dina und ich mache seit 3 Jahren sehr viel Musik, bringe jetzt gerade mein 3. Album Rebellen raus und gehe im März wieder auf Tour. Ja, wir waren eigentlich ziemlich schnell sicher, dass es irgendwas mit Rebellen zu tun haben muss. Dann haben wir hin und her überlegt, Rebell macht keinen Sinn, weil ich bin kein Junge. Und es soll einfach auch allein schon vom Namen her so ein bisschen rausstechen, weil ich möchte auch ein bisschen rausstechen. Ich möchte nicht den typischen deutschen Pop abliefern, der jeden Tag im Radio läuft. Und ich möchte vor allen Dingen etwas machen, wo ich hinterstehe und was eine Message hat und was Kontext hat und etwas, was sinnvoll ist. Das heißt, ich will nicht einfach gegen irgendwas rebellieren. Ich will halt eine sinnvolle, kleine Herzensrebellion starten. Dass wir uns wieder stark machen, was wir fühlen. Ich finde einfach, dass das Album wirklich sehr cool und sehr lässig geworden ist. Und was mir halt wichtig ist, ist, dass ich Musik mache, hinter der ich auch stehen kann und die authentisch ist und nicht, dass es irgendwie ist, hier Lina, mach mal das und das, dann wirst du berühmt und kriegst viel Geld, sondern das ist halt das, was ich will. Und deswegen, wenn es nicht gehypt wird, dann wird es nicht gehypt. Und dann ist, ja. Aber dann ist es halt so. Ich orientiere mich halt an amerikanischen Stars oder an englischen oder an schwedischen. Und dann will ich da logischerweise auch hin. Und ich höre wenig deutsche Musik, sondern tatsächlich sehr viel eben englischen Pop. Daher nehme ich dann auch meine Inspiration. Und ich habe einfach keine Scheu davor, etwas auszuprobieren. Irgendwie Drops, coole Drops einzubauen in meinen Songs. Warum sollte es auf Deutsch nicht funktionieren? Mhm. So, und ich finde, es funktioniert wirklich gut auf dem Album. Und wenn es dann jemandem nicht gefällt, dann. Aber Sing ist, küsst mich eigentlich schon. Das ist halt. Das heißt Ballade. Das ist natürlich irgendwie eine Ballade, aber geht ja eigentlich eher darum, dass sie wieder zueinander finden. Aber gesanglich ist es schon relativ anspruchsvoll, deswegen macht es auch sehr viel Spaß. Aber Hype ist auf jeden Fall mein Favorite. Auf jeden Fall Sängerin. Also, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall das hier machen. Ich mag das einfach selber so sehr kreativ sein zu können und dieses Album quasi ist halt so wie so ein Kind, was man irgendwie so ein Jahr lang erschafft und dann großzieht und dann lässt man es so in die Welt hinaus. Also jetzt vor 2,5 Jahren habe ich Abi gemacht, weil das wollte ich auch unbedingt. Ich habe Schule schon immer gemocht. Ich weiß, wirklich? Ja, ich weiß ich nicht, aber meine Schule war halt auch einfach cool. Es ist halt einfach alles so, war halt schön, sich jeden Tag zu sehen und ich fand Schule irgendwie nie so wirklich. Ich war zwar im 12. Jahr auch so von wegen, ich höre auf, ich mach's nicht mehr. Aber hast du dann doch noch durchgezogen? Ich hab's dann durchgezogen. Also die ersten Jahre ging's, die ersten zwei, da war ich ja aber auch selber noch erst 15 und 16 und dann kam halt so die Oberstufenschüler einfach so, na Baby, Hex Hex, und haben mich halt so ein bisschen damit aufgezogen, aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Und als ich dann aber in die Oberstufe kam und als nach Bibi und Tina 3 und als ich dann mein erstes Album veröffentlicht habe, kam halt gefühlt so ein Riesenhype. Und auf einmal standen halt die Sechstklässler vor mir und haben geweint. Und ich dachte so, oh Gott, Gott, Leute, ich bin's, hallo. Sehr gut. Und ich glaube auch nicht, ich meine, es wäre ja utopisch, wenn es jetzt für immer so läuft. Deswegen, ich werde auf jeden Fall studieren, sobald es die Zeit zulässt. Und was? Weißt du schon? Geschichte und irgendeine Fremdsprache. Geschichte? Ja. Oh, geil. Wahrscheinlich dann vielleicht doch wieder nicht, aber eigentlich will ich das seit 3 Jahren. Oh, Geschichte und Englisch. Oder? Aber ich bin da in 10 Jahren, also bis auf das Private, was man sich halt so wünscht, eben Familie und Haus vielleicht, denke ich da nicht viel. Ja, genau. Ja. Denke ich nicht so weit. Okay. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr wieder mehr einfach in eurem engeren Umfeld verbringt. Als ich 13 war oder 14 war, habe ich noch versteckte Abschlagen gespielt auf dem Schulhof und es gab kein Instagram gefühlt. Und ich habe mich einfach verglichen, habe ich mich mit meiner besten Freundin und cool sein wollte ich für den 17-jährigen Oberstufenschüler. Und das waren so meine Probleme damals.
Und in Hype geht es ja auch darum in dem Musikvideo, dass dieses ganze Produkte in die Kamera halten und das einfach für so viel und alles wird Werbung gemacht und alles wird gehypt und man weiß gar nicht mehr für was und so viel hat überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht findet da endlich wieder so eine Rückbewegung statt, das wäre auf jeden Fall ein bisschen erleichtert. Ja.